Willkommen, liebe Community, zurück bei Bloodstained Ritual of the Nights mit mir, der Freya. Und naja, wer mich kennt, da ist jeder Tag Freitag. Und ja, deswegen kann es sein, dass auch Videos mal nicht an einem Freitag hochgeladen werden. Oh mein Gott, alles ist möglich, Freitag. Nun ja. Ich bin etwas angeschlagen, deswegen verzeiht, falls ich zwischendrin mal den Ton ausmachen muss, weil ich husten muss oder so. Und das letzte Let's Play wurde leider nicht richtig aufgenommen. Aber deswegen gehen wir nochmal durch die Räume, die ich jetzt schon erkundet habe, damit ihr auch seht, was da drin passiert ist. Ach stimmt. Und mein... Nee... Ach, manchmal nimmt er die Scherbe einfach weg und ich verstehe das nicht. Ich will ja ganz viele der Räume alle aufklären. Genau. Also, hier war ja nichts. Nichts, nichts, nichts. Oh, das war doof. Okay. Ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Waffe. Finde ich wirklich ziemlich gut. Genau. Ah, eine Kiste hat sich respawned. Ja, da konnte ich mich wieder hinsetzen. War auch schon echt komisch. Weil das so ein Experimenten-Raum ist. Und ja. Ich das fragwürdig finde. Aber gut. Jedem das Seine. So, genau, hier oben war ein Teleporterraum, wie ihr auch oben auf der Karte erkennen könnt. Und hier ist ein Bücherregal, damit ihr das kurz lesen könnt. Wer es weiterlesen will, muss es halt stoppen. Achso, stimmt, ich kann mir noch die Kiste holen. Wenn sie schon mal wieder da ist, dann nehmen wir sie doch auch mit. Oh, schon wieder. Zu viel runter. Ich will ja auch nicht springen. Oh, weiter geht's. Ach nee, warte. Hä? Doch. Ja, komm, komm. Okay, ich gehe jetzt mal noch schnell sterben. Wir haben fast 70%. Das ist nicht schlecht. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Boss. Gucken wir uns den einfach mal an. Mein Gott, wir kämpfen gegen uns selbst. Ist das... Alter, was ist denn los mit ihr? Ist das das, was ich könnte? Oha. Tigi, wie soll ich denn hier nah rankommen? Okay, ich glaube, das Begrüßungskomitee hilft mir jetzt nicht wirklich. Warum ist sie denn bitte so fucking schnell? Teillos unten. Hier sind unterschiedliche Angriffe. Ich muss mal versuchen, mehr bei ihr in den Rücken zu kommen.
ist nicht schlecht. Ich meine, dafür, dass wir die letzte Zeit sonst immer so recht... verdammt. Das wird echt knapp mit ihr, wirklich. Sie bewegt sich so irre schnell. Ja, genau. Jetzt sucht sie genau da, wo ich bin, die Scheiße hin. Okay, irgendwas muss ich mir wirklich überlegen. Ach, falsches Ding. Egal. Okay. Was könnte mir helfen? Welche Scherbe? Oh, nice. Ah, sie hat sich im Prinzip selbst getötet. Ein Schattendoppelgänger. Wie creepy. Oh, wir gehen definitiv erstmal speichern. Sehr gut, wir hatten jetzt gespeichert. War nochmal in der Stadt zurück. Und jetzt gucken wir mal weiter. Oder ist es, damit ich mir eine zweite von mir besorge? Was passiert, wenn ich das mache? Nee. Nee, welche Scherbe habe ich? Ah, sie läuft nur hinter mir her, okay. Nee, das finde ich nicht gut. Ups. Ja, da oben war ja nichts mehr. Okay.
Stimmt, ich habe jetzt gerade gar nicht die Dings. Ah, das ist so. Ja, ich glaube, ich muss das wieder ausmachen. Es ist so ungewohnt und ich bin vergiftet. Hä? Ich kann nicht schon wieder vergiftet sein? Hä? Ich mich doch gerade geheilt. Bin ich gerade wieder reingelaufen oder was? Finde ich nicht geil. Jetzt ins nächste Gebiet. Ich habe Katzenohren geschenkt bekommen. Ich muss gleich nochmal zurück. Weil da habe ich ja noch nicht alles geklärt gehabt. Dann machen wir das jetzt. Bevor wir es vergessen. Gott, wie viel von euch scheiß Elementarviechern gibt es eigentlich? Totes asozialer Wichser bist du. Läuft gerade nicht so gut. War einfach nichts hier. Natürlich, das ist genau dort, wo ich stehe. Ja, nochmal vergiftet. Keine Rücksicht, wirklich. Naja, würde ich auch nicht anders vom Spiel erwarten und wollen. Ja, komm. Ja.
Höllenhöhle. Klingt höllisch. Ja, natürlich, ein Feuerelementar. Was denn auch sonst? Du jetzt endlich sterben, du scheiß Vieh? Komm mal aus der Wand raus. Der nächste natürlich. Risikoreich, aber... Ah, dammit. Da kann ich wahrscheinlich erst, wenn ich diesen extrem krassen Sprung drauf hab. Das ist so lächerlich, was das heilt. Dann fragt ich ihn so, ist er auch genügend? Ist er auch genügend? Das hat jetzt nicht geklappt, weil... Okay, nee. Ich... Hier bestimmt alle eine Resistenz. Eine Schwäche gegen Wasser. Nutzen wir das mal. Oh nein. Okay. Vielleicht sollte ich wirklich mit den Dings mehr arbeiten. Natürlich. Hat mich jetzt todesvergiftet. Auch ein Gegner, natürlich. Greift mich auch irgendeiner hier nicht an? Irgendwas?
Natürlich. Oh Gott, es geht einfach weiter. Natürlich. Mann, ich hab glaube ich nichts. Gut. Ich muss erstmal das Gebiet verlassen. So, wir sind jetzt zurück im nächsten Gebiet. Ich muss hier leider abbrechen erstmal. Weil es nicht anders ging. Das ist der nächste. Ich wollte gerade sagen, wie konnte er denn jetzt mal einen Angriff machen? Das ist doch gestorben. Da war die Bestie jetzt schon zu zweit. Okay, wir hoffen, dass wir es jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Natürlich. Habe ich was von besser gesagt? Ich meinte natürlich genauso. Okay. Giftwiderstand. Mann, dann bremst doch aber auch nicht ab mitten im Flug, wenn ich versuche, euch zu töten. Also wirklich, wie unhöflich. Ah, ja. So, aber wir heilen uns vorher nochmal. Ho, ho!
Danke. Vielleicht. Das hat jetzt wieder sofort funktioniert. Ja noch verflucht, ey, ich glaub's nicht. Was für Leiden habe ich noch alles? Bin ich behindert? Oh Gott sei Dank. Ja, ein Teleporter, sehr schön. Dann laden wir uns erstmal auf und dann ist Bossfight angesagt. Ich habe mich jetzt etwas wieder aufgelevelt und ich habe ein neues, eine neue Waffe. Aber die ist todeslangsam. Aber schaut mal auf die Statistik. 147 Angriff. Ich will sie mal kurz austesten. Seht ihr das? Wie langsam die ist? Was? Und er ist nicht mal tot? Jetzt bin ich enttäuscht. Scheißwaffe. Zwei Hiebe. Mit schnellen Gegnern werde ich es da nicht gut machen können. Ach, schlecht. Die macht auch schon echt gut Schaden, aber wir gucken mal. Okay. Thank you.
verhindert er, dass ich über ihn drüber springen kann. Nice. The head. Ja, ich kann fliegen. Aber wie? Okay, Leute, ich muss erst mal herausfinden, wie diese neue Fähigkeit funktioniert. Und dann melde ich mich zurück bei einem neuen Let's Play hier auf dem Channel Order of Gamers. Mit mir, der Freya, am Freitag. Ja, und dann zocken wir wieder Bloodstained Ritual of the Nights. Wie findet ihr das? Ich finde, das klingt nach einem super Plan. Ja, bis dann. Ciao.